Servus, liebe Zuschauer, grüße euch mal. Eine lange Pause, gefühlt ewige Pause auf digitaler Donaldist, Netzwerk, Geopolitik. Es hat aber verschiedene Gründe gehabt. Kanallöschung der beiden anderen Kanäle, dann durfte ich da auch nichts machen. Und da wurde hier auf diesem Kanal wurde von YouTube brutalst aufgeräumt. Ja, also da wurden praktisch wöchentlich irgendwie zwei Videos gelöscht, im Permanent-Strike sozusagen. Und während eine Verwarnung läuft, kann nicht nochmal verwarnt werden, wenn ein weiteres Video gelöscht wurde. Die haben alles gelöscht mit Trump, Biden. Wahlkampf irgendwie wirklich, die haben mir ja echt den ganzen Kanal zerrupft, ja. Aber jetzt ist nun mal Geopolitik wirklich auch hier in Deutschland angekommen und jetzt kommen wir mal dazu, hier auf diesem Kanal wieder was zu machen. Es geht natürlich um den Ukraine-Konflikt, Tor zum großen Krieg. Manaf Hassan hat hier einen für meine Begriffe wirklich ausgewogenen Artikel geschrieben, den ich kurz skizzieren möchte. Weil er geht gleich in die Vollen. Entschuldigung. Er geht gleich in die Vollen, weil er natürlich historisch erstmal sich besinnt, um was ging es denn eigentlich, ja? Zuerst einmal ist dieser Konflikt nicht einfach nur ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dieser Konflikt ist viel großflächiger und von großer Bedeutung. Vor allem liegt der Keim allen Übels weit vor diesem Konflikt. Genau gesagt im Jahr 1991 am 6. März. An diesem Tag trafen sich nämlich Deutschland, USA, Großbritannien und Frankreich, um über die Sicherheit Polens und allgemein osteuropäischer Staaten zu diskutieren, und haben beschlossen, dass sie die NATO nicht über die Elbe hinaus ausweiten und Polen und andere anderen keine Mitgliedschaft anbieten werden. Man hat ausdrücklich klar gemacht, dass man keinen Vorteil aus dem Rückzug sowjetischer Truppen aus Osteuropa ziehen werde. Und dann, 8 Jahre später, 99 traten Polen, Tschechien und Ungarn der NATO bei, trotz Abkommen. Und wieder 5 Jahre später, 2004, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. Ja, also das ist alles so durchaus nahe Russland zu verorten. Und wieder 5 Jahre, 2009 später, Albanien und Kroatien. Und 2017 Montenegro und 2020 Mazedonien. Und nun mal... ja, und dem stellt er gegenüber, was Russland in dieser Zeit gemacht hat mit Militärbündnissen. Russland hat seit Ende des Warschauer Pakts, mit Ende des Kalten Krieges, kein neues Militärbündnis geschmiedet, außer die sogenannte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, was jetzt durch Kasachstan ein bisschen bekannt wurde, wo Russland geholfen hat oder eingegriffen hat, eingegriffen, Kasachstan, Armenien, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan gehören, die neben der NATO aber keine große Bedeutung hat, also jetzt militärisch nicht wirklich ein Gegengewicht. Also die NATO hat ganz klar gegen Zusagen verstoßen. Schaut man sich die NATO-Osterweiterung an, sieht man sofort, dass die NATO Russland extrem nahe gekommen ist, nicht andersrum. Das muss man schon mal festhalten. Ja? Russland hat also recht, wenn es sagt, dass Versprechen gebrochen wurden. Interessant ist übrigens die Information, dass dieses Dokument, das eine Osterweiterung der NATO ausschließt, angeblich erst jetzt aufgetaucht ist im britischen Nationalarchiv. Aktuelle Geschehnisse. 2014 war der Ukraine-Krieg und der würde hier den Rahmen sprengen, aber es wurden Waffen geliefert. Die Amerikaner haben hier bösartig eingegriffen und hier das Ganze gespalten, das Land und auch den ganzen Maidan geschürt und so weiter, ja. Alles wird geschmiert, über Medienorganisationen, Lobbyisten werden die Interessen dann umgesetzt, alles wird geschmiert. Und da kam es dann dazu, dass bei den Demonstrationen Söldner auf beiden Seiten schossen, dann ist das Ganze eskaliert. Und jetzt sind wir zum eigentlichen Konflikt, der von Medien und Politikern in den Hintergrund geschoben wird, um das Gefühl zu vermitteln, hier geht es wirklich nur um eine russische Aggression gegen die Ukraine und der liebe Westen möchte sich nur für Menschlichkeit einsetzen. In Wirklichkeit sagt Manaf Hassan, und das kann ich gut, dem kann ich folgen, es ist eine Fortsetzung des Kalten Krieges. Biden hat Putin schon als Killer bezeichnet, das ist noch keinem anderen Präsidenten vorher passiert, weder russisch noch amerikanisch. Und in diesem Sachen muss aber gewinnen, dass Russland gar nicht der einzige Grund der NATO-Osterweiterung ist. Die neue Gefahr heißt nämlich China. Er bleibt oft unerwähnt, wird aber immer anvisiert. Und die Allianz Russland-China ist sowohl militärisch als auch wirtschaftlich eine große Gefahr für die USA und Verbündete. Ja, und
Und damit ist den USA wirklich jedes Mittel recht, um Russland und somit auch China in Schach zu halten. Es ist denen vollkommen wurscht. Wir erinnern uns an die Brutkastenlüge und die Lüge über Massenvernichtungswaffen im Irak. Sie haben so oft gelogen. Vietnam, Syrien, Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen. Warum also sollte man noch darauf vertrauen, dass die USA und ihre Verbündeten die Wahrheit über die Ukraine sagen? Sie bedienen sich auch hier weiterer vieler Lügen. Die NATO ist ganz sicher nicht so friedlich, wie es viele gerne darstellen. Russlands Interesse am Ukraine-Konflikt ist klar ihre eigene Sicherheit, Osterweiterung der NATO. Von der Ukraine aus ist Moskau verletzlich und will er nicht. Ganz vollkommen klar, es sind 400 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze nach Moskau und in etwa auch nach Stalingrad. Übrigens nur, damit das mal geografisch eingeordnet werden kann. Und er fordert immerhin schon seit Jahren eine Vereinbarung, Putin, dass man die Ukraine weder in die EU noch in die NATO aufnehmen wird. Die gibt es nicht. Und diese Zusicherung gibt es auch nicht und diese Garantien. Und stattdessen wird darüber diskutiert, ob man die Ukraine stark bewaffnet bzw. aufrüstet. Ich meine, das wäre genauso, als ob Putin, schreibt sie hier auch, Manaf Hassan, Putin auf Kuba und Venezuela militären Waffen stationieren würde, um sie vor den USA zu beschützen. Ja, wie die Amerikaner das sehen würden, da sind wir uns ganz sicher, so ähnlich wie die Russen bei der Ukraine. Und da kommen wir schon zu den Interessen der USA, die im Grunde ist den USA gleichgültig, was mit der Ukraine passiert. Ja. Die Ukraine dient mehr oder weniger als Falle für Russland und Nord Stream 2. Sie wollen sogar, dass Russland den Fehler begeht, in die Ukraine einzumarschieren, um Sanktionen gegen Russland zu verhängen, die Russland auf vielen Ebenen treffen, vor allem aber Nord Stream 2 unmöglich machen. Und das passiert ja gerade. Und zur Einordnung, Russland liefert ca. 46% Erdgas nach Europa, am meisten nach Deutschland. Ja, was wäre die Alternative? Überraschung, Fracking-Gas aus den USA, 7 bis 14 Mal zu teuer, wie die USA es bei sich selbst anbieten und ein Vielfaches dreckiger und umweltfeindlicher. Die USA sind vom Energieimporteur zum Exporteur geworden. Die gesamte Ostküste ist voll mit Verladehäfen für Gas. Die Strategie hat sich also geändert. Also die Verhinderung von Nord Stream 2 steht also ganz oben auf der Liste und durch das Säbelrasseln auf Kosten der Ukrainer wird die NATO sich zumindest in vielen Teilen neu aufstellen. Die USA hingegen erschaffen sich auf Kosten der Ukraine Abnehmer für ihr teures und dreckiges Fracking-Gas in Europa und machen Nord Stream 2 vielleicht kaputt oder schwächen es enorm. Ja, es ist schon wirklich ein richtig dreckiges Spiel. Und so gut noch eine kleine Information mit viel Brisanz, die auch zeigt, dass den USA, die Ukraine und die Menschen völlig egal sind. Ich habe vor einer Woche circa von einer internen und sehr seriösen Quelle erfahren, dass die USA Russland vor mehr als einer Woche die Ukraine für Syrien angeboten haben. Russland dürfe sich in der Ukraine austoben, wenn es sich aus Syrien komplett zurückzieht und den USA dort das Feld überlässt. Putin lehnte ab und entgegnete, dass man sowohl in Syrien als auch in der Ukraine seine Interessen wahren werde. Ja, und ich verlinke den Artikel unten in dem Video und in der Beschreibung. Ich habe den jetzt mal vorgelesen, weil es für mich jetzt, abschließend kann ich jetzt auch nicht sagen, so ist es jetzt, wie es hier im Artikel beschrieben wird. Aber mir geht es darum, es gibt hier nicht schwarz-weiß, der böse Putin und die gute NATO. Das braucht nur die guten Amerikaner, das braucht mir keiner erzählen. Ja? Und genau das tun sie momentan. Sagen wir mal so, können wir uns vielleicht auf das einigen, Drecksäcke sind sie alle, ja, wirklich. Komplette Drecksäcke, ja. Auch ich bin jetzt auch nicht der Putin-Heiligenschein-Aufsetzer, ganz sicher nicht. Aber was hat das eigentlich für Konsequenzen? Mit was sind wir hier eigentlich für politischen Akteuren bestellt, ja, oder beschallt, muss man sagen? Wir müssen jetzt die dramatisch veränderte Lage neu bewerten, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter. Das gilt auch für Nord Stream 2. Ich habe das ist irgendwie die Netzagentur, glaube ich, gebeten, die Versorgungssicherheit neu zu analysieren. So kann jetzt die Zertifizierung nicht erfolgen. Ja, das ist schon mal das Ziel der Amerikaner, ist schon mal erste Etappe erreicht. Dann haben wir hier unseren Wirtschaftsminister. Ich glaube gar nicht, was ich da jetzt gerade sage. Robert Habeck, der hat ganz eigene Theorien, auf die noch keiner gekommen wäre. Interessante Aussagen. Ich will noch einmal betonen, dass Krieg Preise treibt.
Also. Ja gut, also das ist aber schon ein bisschen hausgemacht, ja, und er bereitet das deutsche Volk ja schon mal vor auf massivste Gaspreis- bzw. Energiepreiserhöhungen, weil die werden kommen, wenn es so weitergeht. Wenn wir es erleben, und ich hoffe, dass es nicht so kommt, ich habe ja schon gesagt, es gibt dagegen Maßnahmen, aber was wir erleben werden, liegt an Wladimir Putin. Only. Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise nach oben. Naja, also mehr von seiner Expertise halte ich jetzt auch nicht aus. Krieg treibt die Preise nach oben. Aber nicht nur Krieg, Robert. Auch eine super idiotische Politik, wie man auch schon jetzt ohne Krieg in den letzten Jahren feststellen konnte. Weil waren die Preise jetzt stabil bisher? Wäre jetzt wär ganz neu. Ja? Reitschuster hat sich hier sehr, sehr eindeutig positioniert. Für mich, für meinen Geschmack zu eindeutig und zu einseitig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Er schreibt unglaubliche Rede von Putin, wo er das erklärt mit der Unabhängigkeit, Anerkennung von Donetsk und Luhansk, oder wie es heißt, voller Aggression, spricht der Ukraine die Tradition ab, stellt ihre Staatlichkeit in Frage und echauffiert sich dann, dass die NATO vordringe. Dass Moskaus Nachbarn selbst in die NATO wollen, kein Wort dazu. Ja, und woran könnte das liegen? Schwierig. Gehe ich nicht mit. Bernhard Simjok, EU-Abgeordneter von der AfD, der Stopp von Nord Stream 2 wird eine weitere Erhöhung der sowieso schon exorbitanten Gaspreise für deutsche Bürger zur Folge haben. Für den Einmarsch Putins in der Ukraine bestraft die Bundesregierung also die eigenen Bürger. Wie sehr kann man das eigene Volk eigentlich hassen? Ja. Und nach Spiegelinformationen Gunter Lindemann von der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, nach Spiegelinformationen hat Habecks Wirtschaftsminister den Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 auf Eis gelegt. Ein Desaster für die deutsche Energieversorgung. PS, das US-Fracking-Gas ist 30% teurer und wesentlich dreckiger, füge ich hinzu. Wessen Interessen vertreten die Grünen? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Wegen Fachkräftemangel vorgeblich Habeck für freiwilliges höheres Renteneintrittsalter. Ich denke mal eher, wenn man noch nach der Eintritt ins Rente, in die Rente oder beziehungsweise es geht auch darum, dass Leute, die in Rente sind, auch noch weiterarbeiten können, also sagen, nee, ich will noch nicht in Rente, sondern will noch ein paar Jahre dranhängen. Muss ich auch, weil den Weg und die Fahrt zum Arzt kann ich mir sonst nicht leisten mit diesen Benzinpreisen und ich könnte auch nicht das einzige Zimmer in der Wohnung, was bis jetzt beheizt war, auch noch heizen. Das geht nur, wenn ich noch arbeiten gehe. Bundesregierung stoppt umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. In diesem Zusammenhang finde ich das interessant, genauso wie die Aussage von Baerbock damals am 7.2. Zu hohem wirtschaftlichen Preis bereit, sagt sie, für unser ganzes Volk, also auch für mich. Und ich sage nein, ich bin dazu nicht bereit, weil mir reicht es jetzt schon. Und ich denke auch etlichen von euch, lieben Zuschauern und etlichen Deutschen, reicht es auch. Und noch eine Pointe zum Schluss. Es ist zwar vom April 2021, dieser Artikel im österreichischen Standard, aber es hat sich bis jetzt nichts geändert. Jedenfalls habe ich keine Meldung gelesen, dass sich das irgendwie, dass da jetzt irgendwie was anders ist. Russland wird zum drittgrößten Öllieferanten der USA. Also Öl nehmen sie gerne die USA von den Russen, nur wir dürfen das Gas nicht nehmen. So kann ich das durchaus uminterpretieren. Gleichzeitig steigt die Bedeutung Russlands als Energielieferant für die USA selbst, dank Sanktionen. Und zwar ist ein bisschen widersprüchlich. Interessant ist, die hohen Kosten setzen dem weiteren Wachstum der Lieferungen Grenzen. Allerdings, also es ist hier, Moment, damit ist Russland erstmals zum drittgrößten Ölimporteur der USA aufgestiegen, hinter Kanada und Mexiko. Das Land hat dabei den langjährigen Hoflieferanten Saudi-Arabien überholt und seinen Marktanteil bei den Importen fast verdoppelt. Mit 6,85% liegt dieser deutlich unter den Werten für Europa, was vor allem damit zu tun hat, dass aufgrund der langen Transportwege russisches Öl in den USA teurer ist als in Europa. Deswegen ist das Fracking-Gas so sinnvoll, es wiederum von den USA, also nicht aus Europa das Gas zu beziehen, aus Russland und wer kriegt es auch aus Norwegen und so weiter, sondern mit Tankern erstmal nochmal aus den USA über den Atlantik. Ist alles super logisch und super nachvollziehbar.
Die hohen Kosten setzen dem weiteren Wachstum der Lieferungen Grenzen. Allerdings gibt es einige Gründe, und es ist interessant, habe ich auch nicht gewusst, die dafür sprechen, dass Russland weiter eine wichtige Rolle in der Treibstoffversorgung der USA spielen wird. Einer davon besteht in der Sanktionspolitik. Die USA können ja nicht alle sanktionieren, weil dann werden sie blöde irgendwann auch selber dann irgendwann mit kurzen Hosen dastehen. Washington hat nämlich nicht nur die Russen im Visier. Seit Jahren werden in viel härterer Form auch die Iraner und Venezuela boykottiert. Gerade das venezolanische Öl spielt in der Vergangenheit für die US-Raffinerien eine gewichtige Rolle, da die russische Sorte Urals in seiner Konsistenz dem Schweröl aus dem Maracaibo-Tiefland am nächsten kommt, ersetzt es dieses. Wozu braucht man da gleiches Öl? Ein Umstieg der Raffinerien auf das leichtere US-Öl der Marke WTI oder WTI wäre kostspielig. Muss man auch bedenken. Ja? Nicht Öl ist nicht gleich Öl. Heuer kommt tendenziell noch mehr russisches Öl in die USA, in den USA an. Im Januar hat Russland seine Lieferung ausgeweitet mit insgesamt 20,1 Millionen Fass. Liegt Russland damit nur noch knapp hinter Mexiko. 23,2 Millionen. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier wirklich politisch komplett am Ende, was die deutsche Bundesregierung macht. Die macht einfach das, was die Amerikaner wollen, und die Amerikaner scheißen mal grundsätzlich auf alles, ja, was ihnen nicht irgendwie nutzt. Und wir bezahlen die Zeche, ja, mit Energieunsicherheit, mit immer höheren Preisen, nicht nur fürs Heizen. Es geht ja auch darum, die Energie, die formidable Energiewende sollte ja auch durch Gaskraftwerke sozusagen abgesichert werden. Wenn gar nichts mehr geht mit Wind und Sonne, dann sollten Gaskraftwerke schnell, weil sie schnell anzufahren sind, dann für den nötige Grundlast sorgen. Das ist dann irgendwie auch kein Thema, oder zu Preisen, wo der einfach nur den Sender raushaut und dir den Helm verbiegt, ja. Und gibt aber noch, möchte ich nur zum Nachdenken und zum Nachdenken anregen hier zum Schluss, vielleicht ist es auch eine Riesenfalle, in die die NATO und die Amerikaner gerade reinlaufen, kann ich jetzt nur so andeuten, vielleicht steckt da nochmal was ganz anderes dahinter, ja, und vielleicht werden da Sauereien aufgedeckt, von denen wir heute noch nicht mal geträumt haben. In diesem Sinne, digitaler Donaldist, Network Geopolitik, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr auch so lange dabei geblieben seid, auch wenn hier nicht viel passiert ist auf dem Kanal. Wir werden versuchen, hier wieder das schön regelmäßig zu bespielen. Bleibt uns gewogen, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, und wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne über Bankverbindung, Kofi, Stripe oder Bitcoin in der Beschreibung. Vielen Dank, meine Lieben, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, da haben wir den Ausknopf auch noch gefunden. Danke euch.